Seit 1283. Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel des FC 08 Villingen, dem südbayerischen Vertreter gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 im Schwarzwaldstadion hier in Freiburg. Bei mir nun Jago Marsch, Trainer des FC Villingen. Auch für dich Premiere für Pressekonferenz für so eine schöne Kulisse hier? Ja, natürlich. Weil das hatte ich noch nicht in meiner Karriere gehabt, von dem her was Schönes auch für mich, und so ein Erlebnis zu haben. Und ja, ich freue mich, dass ich hier dabei sein durfte. Und wie schon gesagt, das nehme ich mit, alles, was ich mitnehmen kann. Und es ist was Schönes und was Besonderes, von dem her. Premiere für dich als Trainer, als Spieler warst du schon dreimal im DFB-Pokal dabei. Feeling war schon achtmal dabei. Gib mal ein bisschen die Tipps weiter, was man da alles erlebt hat. Die Spieler werden ein bisschen nervös sein. Ja, sicherlich. Ich habe dreimal DFB-Pokal gespielt, zweimal mit Kickers, also ist mein sechstes Spiel jetzt. Ich werde sicherlich den Jungs auch sagen, auf was es drauf ankommt. Wir werden das Spiel wirklich auch ernst nehmen. Das ist nicht so, dass wir einfach rausgehen und sagen, okay, jetzt spielen wir mal, schauen wir mal, was passiert. Wir wissen aber, dass wir bodenständig sein müssen. Wir wissen, Schalke hat eine überragende Mannschaft und allzu viele Chancen werden wir nicht bekommen, oder beziehungsweise das müsste eine Sensation passieren, dass man da was das reißen. Aber wie schon gesagt, wir werden sicherlich versuchen, unser Bestes zu geben, versuchen dagegen zu halten, die Schalke ein bisschen ärgern. Aber wie schon gesagt, primär wird auch sein, dass die Jungs auch dieses Erlebnis mitnehmen können, dieses schöne Stadion, Atmosphäre gegen so solchen Gegner, und das sollen sie einfach Spaß haben, Freude haben und das Beste aus sich rausholen. Okay, Schalke war schon mal hier, die Südbayern-Schütter, FCM Tening, der hat glaube ich 11:1 verloren. Wunschergebnis soll nicht unbedingt zweistellig sein, oder? Naja, natürlich, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Man weiß nicht, was passiert, aber wir wollen schon gucken, dass wir nicht zweistellig bekommen. Das ist schon unser Ziel und ich denke, das können wir auch schaffen. Weil wir haben eine ordentliche Mannschaft, wenn wir sehr konzentriert sind, wenn wir am Anfang nicht gleich zu früh in den Rückstand geraten, denke ich mal, können wir das schaffen und das ist unser Ziel. Also wir wollen nicht hier abgeschossen werden. Falls es so sein sollte, wenn Schalke übermächtig sind und wir nicht dagegen halten, dann reißt uns auch keiner Kopf ab. Aber wir wollen schon gucken, dass wir ordentlich ein Spiel abliefern. Dann den Kopf wieder frei bekommen, schon schnell für die Runde. Viele Vereine haben ein bisschen Probleme mit dem Pokalspiel, aber dann wieder fokussieren auf die Verbandsrunde. Natürlich, weil wir haben Verbandsliga eine schwere Saison vor uns und ab Sonntag ist wieder Schluss mit Schalke, mit dieser Atmosphäre. Ab Montag geht es wieder auf volle Konzentration und Fokussierung auf die Liga. Das wird das Entscheidende sein und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich bin überzeugt, aus einem Grund, weil wir auch einen breiten Kader dieses Jahr haben, weil die Jungs, die wir da nicht mitziehen oder so, kann ich auch dann mal auswechseln. Und das ist schon mal sehr gut. Also, dass ich da zwei, drei Optionen mehr hatte, was ich letztes Jahr überhaupt nicht hatte. Und von dem her denke ich mal, dass alle klar sind, dass die alle Gas geben müssen. Wenn sie nicht Gas geben, werden sie halt nicht spielen. Und das ist schon das Gute. Okay, bedanke mich für das Interview und wünsche euch ein schönes Erlebnis bei dem Pokalspiel gegen FC Schalke 04. Und alles Gute für die Runde. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. So, nach der Jakob Maric und Martin Braun. Sportlicher Leiter, glaube ich, vom FC 08 Villingen. Eine vertraute Städte hier für dich. Du warst früher zuerst mal als Zuschauer da, dann als Spieler, dann in verantwortlicher Funktion. Wie groß ist die Freude auf die Rückkehr hier im Schwarzwaldstadion? Ist sehr, sehr groß. Wie du sagst, ich war ja früher als Zuschauer da. Dann durfte ich hier ein paar Jahre spielen, dann später im Management. Und heute auch wieder, gerade jetzt die letzten Jahre, finde ich, wieder der SC sich sehr gut entwickelt. Viel Leidenschaft, finde ich, kann man sich sehr gut identifizieren. Und deshalb ist halt für uns oder für mich persönlich schon eine große Freude, jetzt dann am Samstag wieder hierher zu kommen. Zumal ja auch viele Menschen hier sind, mit denen ich schon also mehrmals dann auch zusammengearbeitet habe. Große Freude auch, der Vorverkauf läuft ja blendend, ich glaube 13.500 Karten sind schon weg. Man auch traumlos, entweder Bayern München, Dortmund oder Schalke sind die drei Vereine und habt Schalke gezogen. Zum achten Mal dabei, Rekordhalter, was das anbelangt. Und immer ein bisschen Glück gehabt, Hansa Rostock, St. Pauli gehabt, SC Freiburg. Aber jetzt ist die Krönung Schalke 04. Ja, das ist sicher so, dass der FC Villingen immer Vereine hatte mit vielen Zuschauern. Und jetzt ist sicherlich nochmal der I-Punkt auf alles. Und man sieht es, wie du sagst, an der Vorverkaufszahl 13.5.
Wir rechnen schon mit einer Kulisse zwischen 15.000 und 20.000. Das ist natürlich für uns dann einfach schon nochmal ein überragendes Erlebnis, ganz klar. Sie haben nicht den Phänomenal drin, aber viele Südpartner kommen. Ich wollte einfach das Bundesligaspiel mal in anderer Atmosphäre genießen und dann bietet sich dann ein Spiel an. Ja, ich denke, es ist ja auch so, dass viele Leute gar keine Chance haben, beim SC sich Spiele anzugucken in der ersten Bundesliga. Und von dem her gibt es vielleicht viele, die sagen, okay, jetzt kann ich mir mal Schalke anschauen. Und auch viele, die vielleicht sagen, hey Südbaden, wir sind Südbadener und wir unterstützen jetzt unseren Vertreter. Dieses Mal ist Villingen, nächstes Mal ist ein anderer. Von dem her glauben wir auch, und das zeigt ja momentan, dass da viele in der Region Interesse an dem Spiel haben. Interesse auch für euch, nämlich der finanzielle Sektor. Ihr habt, glaube ich, noch einen Schuldenstand, habt 166.000. Wenn alles gut läuft, wären wir dann schuldenfrei. Also finanzieller Aspekt ist ganz wichtig. Also ist für uns wirklich eine ganz, ganz große Chance, eben die restlichen Altlasten von 166.000 Euro abzubauen. Das werden wir tun. Für uns eine große Chance, dann den Verein dann auch für die Zukunft wieder so aufzustellen, dass man wieder gestalten kann. Von dem her wirklich für uns eine ganz, ganz tolle Geschichte. Okay, bedanke mich fürs Interview und Südbahn Doppelpass wünsche FC Villingen ein achtbares Ergebnis und für die Runde natürlich alles Gute. Vielen Dank, Martin Braun. Tschüss. Danke ebenfalls.